Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie Sie sehen, bin ich nicht Herr Wolf, aber als tägliche Fahrradfahrerin fühle ich mich der Aufgabe gewachsen, zu dem Thema etwas zu sagen. Die Fahrradstadt Berlin ist nicht nur eine sympathische Idee, der Ausbau der Infrastruktur ist eine schlichte Notwendigkeit. Zum einen, weil der steigende Bedarf ganz offensichtlich die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Infrastruktur bereits übersteigt. Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind viel weiter als der Senat. Das kann ich aus eigener, täglicher, zum Teil leidvoller, zum Teil gefährlicher Erfahrung bestätigen. Zum anderen aber auch, weil es verkehrspolitisch richtig ist, das Radfahren durch attraktive und sichere Radverkehrsanlagen zu fördern. Größte Nutznießer einer solchen Politik sind übrigens neben den Radfahrenden selbst Autofahrende und zu Fuß gehende, die dann weniger konflikthafte Situationen zu bewältigen haben. Nicht wahr? Seit Jahren verläuft dieser Ausbau allerdings schleppend, egal ob mit oder ohne Fahrradbeauftragten, egal ob mit oder ohne Radverkehrsstrategie. Die Ursachen dafür sind leider vielfältiger, als der Piratenantrag suggeriert. Natürlich kann man einen ordentlich bestallten oder Fahrradbeauftragte benennen. Und man kann 12 bezirklichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen solchen Titel verleihen. Die Frage ist aber, nützt das was? Wird dadurch auch nur ein Radweg mehr oder schneller gebaut? Wird dadurch auch nur eine Kreuzungssituation mehr oder zügiger umgestaltet? Auch nur eine Abstellanlage mehr oder früher hergerichtet? Die Antwort können sich die meisten von uns selber geben. Ich würde sagen, nein, natürlich nicht. Es fehlt eben nicht an Häuptlingen, es fehlt an Indianern. Oder in der Piratenterminologie, es fehlt nicht an Steuerfrauen, sondern an Matrosen. Auch die Arbeit der Verkehrslenkung wird durch diesen Antrag nicht zügiger. Sie ist und bleibt das Nadelöhr aller Vorhaben und Maßnahmen. In den Bezirken liegen etliche Planungen, die von der VLB blockiert sind, was im schlimmsten Fall zum Mittelverfall führt. Mal sehen, ob da der neue Chef hilft. Auch die Planungs- und Genehmigungsbehörden erhalten durch den Antrag nicht mehr Personal. Die Zusammenarbeit von Land und Bezirken erhält wohl auch eher wenig Schub. Das alles bräuchte es aber, um künftig wenigstens die vorhandenen Mittel zu verausgaben, was in den letzten Jahren, wo ich übrigens nicht mehr im Senat war, immer schlechter gelungen ist. Es reicht eben nicht, wenn sich 13 Fahrradbeauftragte gut vernetzen und verstehen. Sie bräuchten nicht nur funktionierende und personell bedarfsgerecht ausgestattete Verwaltungen, nicht nur eine fortzuschreibende Radverkehrsstrategie, sondern vor allem einen Berliner Senat, der den Radverkehr als einen der tragenden Verkehrsarten der Berliner Zukunft endlich begreift. Solange das Primat des Autoverkehrs gilt, bleibt Radverkehrsplanung Beiwerk. Und dieses Primat ist immer noch offiziell festgeschrieben und trägt den fürchterlichen Namen Richtlinie zur Anlage von Stadtstraßen und hat den Status einer DIN-Norm. Das alles zeigt, dass die Prioritätensetzung des Senats eben noch nicht stimmt. Die Berlinerinnen und Berliner radeln voraus und der Senat steht weiter im Stau. Da liegt der Hase im Pfeffer. Wer das nicht begreift, was da draußen verkehrlich tatsächlich abgeht und sich entwickelt, der wird auch seine Verwaltung nicht in die Lage versetzen, auf diese Entwicklung entsprechend reagieren zu können. Die Fahrradzuständigkeit auszulagern nützt da gar nichts, sondern sie könnte im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv wirken. Die Politik kann an den oder die Beauftragten verweisen, obwohl doch der Senator, die Baustadträtin und die Amtsleiterin die verantwortlichen Fahrradbeauftragten sind, die diesen Titel tragen sollten. Sie müssen dafür sorgen, dass die Fahrradenthusiasten in ihren Verwaltungen, und die gibt es zum Glück in wachsender Zahl, innerhalb ihrer Verwaltungen auch zur Wirkung kommen können. Daher, liebe Piratinnen und Piraten, lasst uns lieber gemeinsam für eine echte Prioritätenveränderung in der Verkehrspolitik streiten, als neue Schulterstücke zu verteilen. Die Linksfraktion wird sich zu diesem Antrag enthalten, weil wir das Ziel einerseits teilen, das haben Sie sicherlich gemerkt, den Weg allerdings nicht. Vielen Dank.